Also herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar heute nur ein kurzes Statement-Video. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Eigentlich wollte ich die GH5 kaufen, die Lumix GH5, aber ich habe mir jetzt vorerst als Übergang die GH4 gekauft. Zeichnet auch die Bilder und Videos natürlich in 4K auf. Ja, an sich bin ich mit der Kamera zufrieden. Das einzige Manko ist, dass die MFT-Kameras natürlich einen kleinen Ausschnitt haben. Ja, Weitwinkelobjektive für die Kameras zu finden. Es gibt da ein Weitwinkelobjektiv, aber das kostet dann auch schon 800 Euro. Werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen müssen, oder ich schaue mal, was es für Alternativen es da noch gibt. Ansonsten, die Kamera ist echt gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, relativ viel Unterschied zur GH5 wird es da auch wahrscheinlich nicht geben, da ist eventuell das Film noch etwas attraktiver, und ich glaube, die GH5 kann sogar in 6K aufnehmen oder zumindest die Bilder in 6K schießen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Das allgemeine Lumix-Problem seht ihr hier, bis die Kamera mal scharf stellt, vergehen ja Minuten. Wie gesagt, an sich ist die Kamera schon echt gut, nur das einzige Problem ist halt der Autofokus. Der braucht eine Weile, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Das ist schon etwas nervig, aber ist ein weit bekanntes Panasonic Lumix Problem. Und wer das nicht haben möchte, müsste auf eine andere Kamera zurückgreifen. An sich ist die Kamera doch schon echt gut, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, das Display kann man hier auch umklappen. Feiere ich auf jeden Fall mega. Und wie gesagt, das ist aber ein allgemeines Panasonic Lumix Problem. Da müsste man bei einem schnelleren Autofokus dann natürlich zu anderen Kameras greifen. Wie gesagt, an sich bin ich erstmal zufrieden mit der Kamera. In einem anderen Video stelle ich die Kamera nur kurz vor. Ich habe auch ein 30mm Objektiv drauf, was natürlich zu einem kleinen Blickwinkel führt. Das Objektiv ist auch nur vorübergehend drauf, da wird auf jeden Fall noch ein anderes kommen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich wollte nur ein kurzes Statement hier zu meinem neuen GH4 raushauen. Ja, und an alle kamerabegeisterten Zuschauer da draußen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Lumix GH4 denn sagt, wie euch die gefällt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt das Ganze einfach mal in die Kommentare, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.